Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute lese ich aus Philipper 4, Vers 11. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Apostel Paulus war hier im Gefängnis. Und im Gefängnis, da hat man Mangel eigentlich. Und die Gemeinde Philippi hat geholfen, hat irgendwie mit Gaben oder finanziell ihn unterstützt. Und er schreibt in diesem Kapitel, bedankt sich für das, was sie gemacht haben. Aber zwischendurch sagt er, ich schreibe euch nicht, weil ich Mangel habe. Also von seinem Mangel will er nichts sagen. Er will lieber erzählen, wenn jemand anders Mangel hat. Zum Beispiel, wenn die Brüder in Jerusalem hatten, jenes Mal diese Hungersnot und so, dann hat er Geld gesammelt, also hier in vielen Gemeinden, und hat es dorthin gebracht, dass man eine Hilfe ist für diese Geschwister. Aber von seinem Mangel wollte er nichts sagen. Er sagt sogar auch in Apostelgeschichte 20, im Vers 33 und weiter, ich habe niemandes Silber oder Geld oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Er sagt eigentlich, er hat nie begehrt von irgendjemand etwas, aber selber hat er gearbeitet und noch die mit ihm waren, auch noch mit seinen Händen versorgt. Das ist eine wunderbare Einstellung. Wisst ihr, warum für mich es auch sehr wichtig ist? Weil eigentlich manchmal herrscht so die Meinung, dass die Christen oder die Gemeindeleiter, Kirchenleiter, die immer nur Geld wollen. Wir haben viele Jahre in einem Waisenheim in Russland also geholfen, unterstützt. Wir waren zweimal im Jahr dort und dann haben wir auch mit den Kindern ihnen Geschenke gebracht, mit ihnen gesungen, von Jesus erzählt und es war eine schöne Zeit hier. Aber nachher ist das Haus, hat man das Waisenheim geschlossen. Und ich habe dann immer wieder mit den jungen Leuten gesprochen. Manche sind schon inzwischen erwachsen geworden. Und da habe ich mit jemandem gesprochen und gefragt, gehst du in eine Kirche, in eine Gemeinde? Oder du warst doch als Kind so gläubig und so. Dann sagt er, ich will in keine Kirche gehen. In der Kirche, die wollen nur Geld von mir. Die Kerzen kosten was, die Taufe kostet was, alles kostet irgendwie Geld. Und ich will das gar nicht. Es ist auch in Deutschland nicht anders. Ich habe es öfters gehört. Sie sagen also, diese Gemeindeleiter und Kirchenleiter, die brauchen nur unser Geld und so. Irgendwie hat es sich so, diese Meinung ist da. Und dann, wenn man liest, wie Paulus war, er sagte, von meinem Mangel will ich gar nicht jemand erzählen, kann mit meinen eigenen Händen arbeiten. Aber wir wissen, es gibt in dieser Welt so viel Not, so viel Hungrige. Man muss auch von denen erzählen und wer nicht die Christen, denen helfen sollten. Es ist schon wichtig, dass es mal auch über Geld was gesagt wird, wo eine Not ist, aber nicht sich hier in den Vordergrund stellen. Es ist ganz wichtige Wahrheit. Und ich habe für mich auch gelernt, dass eigentlich Geld hat Gott in Fülle. Und wenn es wirklich Not ist, dann auf einmal findet sich eine Möglichkeit oder jemand, der sagt, ich will hier helfen. Es war so in Kiew mal, wo wir waren, und da haben wir gesehen, da geht also diese Rehabilitationsarbeit sehr gut. Das heißt, man sucht Leute auf der Straße, die drogensüchtig, die alkoholsüchtig sind, die irgendwelche also Probleme haben, und dann kommt man mit ihnen in einem Haus oder holt man, spricht man mit ihnen und sagt, Gott kann euch befreien. Man betet mit ihnen, manche werden dann also sofort auch geheilt oder wollen bleiben in dem Heim. Und dann aus diesen Leuten entsteht eine Gemeinde. Ja, und es sind die entscheiden sich, die wollen dann wirklich von ganzem Herzen Gott dienen. Und da war eine Möglichkeit, ein Grundstück zu kaufen und dort neu ein neues Rehabilitationszentrum zu bauen. Und der Leiter zeigte mir dieses Grundstück und sagte, es kostet $10.000. Es war wirklich ein sehr gutes, schönes Grundstück, also außerhalb von Kiew. Und dann dachte ich, ja, wie soll man oder nicht, weil mir ging es, ich weiß, wenn man beginnt mit dem Grundstück, dann muss man mal auch mit dem Haus helfen und so weiter. Aber hier wusste ich nicht, wie ich handeln sollte. Und dann war so ein Hauskreis, gerade von diesen ehemaligen Leuten, die früher auf der Straße wohnten, jetzt aber so richtige entschiedene Christen, und sie standen so in einem Zimmer mit Gitarre und haben so herzhaft gesungen, ein Lied über den Heiligen Geist, Heiliger Geist, komm auf uns, Heiliger Geist, wie ein Regenfall auf uns, Heiliger Geist, also wir übergeben uns, und so irgendwie über dieses, und dann habe ich mich auch so inspiriert hier, gefühlt, es war so eine Atmosphäre, und dann kommt von innen mir so die Stimme, gib dieses Geld diesen Menschen. Und wo wir dann rausgegangen sind, dann bin ich auch zum Leiter gegangen und gesagt, also ich finde das Geld. Ja, ich weiß noch nicht wie, aber das Geld bekommst du. Komm, wir fahren, dass wir auch das Fest machen, weil danach mussten wir auch weitergehen.
Und es wurde wirklich das Grundstück wurde gekauft und nur in einem Jahr hat man da noch Wasser angeschlossen. Strom hat es schon 10-mal teurer gekostet. Ja, und momentan baut man schon ein Haus und es geht also sehr gut. Und ich denke, wie Gott doch kann einfach das Herz öffnen. Da braucht man nicht wirklich von dem Mangel groß erzählen. Man sieht eine Gelegenheit und man ist im Gebet oder in der Gemeinschaft und der Herr öffnet die Herzen der Menschen. Denn der Herr ist reich. Das ganze Geld gehört ihm. Wir müssen nicht von unserem Mangel besonders persönlich sprechen. Der Herr wird uns schon geben eine Möglichkeit, dass wir selber, wir dürfen von anderen reden, wie es anderen schwer geht und den anderen helfen. Ich denke, das wird dann kein Abstoßen oder der eine, der schon vom Glauben gehört hat und dann sagt, ja, weil sie alle Geld wollen, will ich nichts mehr wissen. Gott segne uns und gib uns Weisheit in dieser wichtigen Frage.